Achso. Ja, wir gehen mal hier weiter. Ja. Aufnahme läuft, ja. Kurz mal gecheckt. So. Ist doch wieder irgendjemand, da kommen wir nicht durch. Wo? Da ist er. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich lang muss. Wir laufen einfach mal. Wo? Okay, hier kommen anscheinend immer solche kurzen Ladesequenzen dazwischen. Boah, sieht schon irgendwie cool aus, ne? Da können wir wohl nicht drüber fliehen. Irgendwelche Batterien? Nee. So. Hallo? Da können wir nichts machen. Da ist ein Fenster. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich immer zuerst gehen soll. So. Das ist wahrscheinlich nur so ein kleiner... Hi. So. Der Bräutigam. Über den Knien unter dem Nabel auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Über den Knien unter dem Nabel auf Gluskins Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Ah, immer wieder das Gleiche. Erinnert mich jetzt gerade irgendwie wieder an The Shining mit, All work and no play makes Jack a dull boy. Also, nur arbeiten und kein... What? Okay. Und wer sich The Shining noch nicht angeguckt hat, ist sehr empfehlenswert. Einer der besten Horrorfilme, definitiv. Wirklich ein klasse Meisterwerk. So. Das ist so strange hier immer. Wir können auch einfach hier durchgehen, ne? Ja. So. War ja wieder klar, dass sich das als komplizierter herausstellt als gedacht, ne? Wäre ja zu einfach gewesen, wenn wir jetzt einfach Hilfe hätten holen können. Hätten holen können, ist auch ein schöner Satz. Ja. Check hier erstmal die Gegend ab. Ah, hier geht's echt durch. Ja, ich glaube sogar hier geht's weiter. Deshalb sehe ich mich hier nochmal draußen ein bisschen um. Sicher ist sicher. Das kommt mir auch schon wieder sehr bekannt vor hier alles. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Naja, vielleicht ist es auch besser so. Ist da irgendwas? Ja, kommt mir hier auch wieder alles sehr bekannt vor. Aber genau deuten kann ich es nicht. So. Okay. Hoho. Alter Schwede, aber die Atmosphäre sitzt auf jeden Fall. Okay. Wir müssen jetzt wieder durch die Kanalisation. Anscheinend ja. Bäh. Genau, und noch, ja genau, noch durchkrabbeln, danke. Ist immer schön. Kanalisation erinnert mich auch irgendwie immer an Amnesia. Ah, jetzt sind wir hier drüben. Und der nächste Safe Point. Was ist das denn hier? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay, das war auf jeden Fall eine gute Idee. Erstmal einen Stromschlag gekriegt. Ach du Heilige.
Naja, für die Experimente brauchen die wahrscheinlich auch viel Energie, ne? Elektrizität. Okay. Ups. Da können wir auch nicht lang. Dann bleibt uns nur noch der Weg hier durch. Oh Gott. Batterien muss ich auch bald mal wieder wechseln. Da ist nichts. Da können wir anscheinend weiter. Und hier ist noch ein Dokument. Meine Güte. Ups. Da ist jemand. Wer ist das? Moment, Moment. Scheiße, wer war denn das? War das irgendjemand Wichtiges? Ups, nee. Dokumente. Stimmt, wir müssen öfters mal mit unserer Kamera irgendwo draufhalten, weil dann schreibt er sich Notizen auf. Töte uns! Töte uns! Brenn das Gebäude nieder! Schlimmer als der Tod hier! Töte uns, töte uns! Ich weiß nicht, ich würde ihm sogar gerne den Gefallen tun irgendwie, weil... Das ist echt grausam und manchmal ist einfach der Tod die Erlösung und nicht mal den kriegen manche Leute. Das klingt ein bisschen traurig, ist aber eben so. Manchmal bleibt sogar der Tod manchen Leuten verwehrt. Ist ja gut. Hier komme ich also auch nicht durch. Jetzt muss ich echt mal kurz nachdenken. Da hinten komme ich ja nicht durch, ne? Kurz mal Battery wechseln. Von unserer höchst modernen Kamera. Was bringt denn uns das hier? Dass wir hier rein können, muss ja irgendeinen Sinn haben. Nehme ich mal an. Na wohl, vorhin hatten wir auch so einen Raum, der irgendwie keinen weiteren Sinn hatte. Vielleicht müssen wir echt irgendwas mit dem Elektrizitätswerk machen. Ich weiß es nicht. Ich bin da etwas überfragt. Hier. Ne, von hier sind wir gekommen, glaube ich. Oder? Ja. Ah, hier geht's auch noch weiter und da hinten nicht. Gucken wir nochmal kurz nach. Nö. Aber eine Batterie. Sehr schön. Das lässt das Sammlerherz höher schlagen. Also wortwörtlich, denn wenn wir wieder gejagt werden, dann kriege ich wieder Herzrasen. Ist bestimmt nicht gut für die Gesundheit, aber man lebt ja nur einmal, ne? Kann's ja nicht schaden. Also doch. Das sagt mir nicht gerade gut zu. Was macht der denn, Alter? Der pinkelt auf den, natürlich. Was ist ein Scheiß. Ist echt ein bisschen krank, ne? Ich weiß nicht mal, wieso ich lache. Ist echt ein bisschen verstörend. Yay! Tschüss! Was? Ich gehe jetzt einfach mal wieder. Jetzt haben wir natürlich den kompletten Strom abgestellt. Das heißt, ich sehe mal hier nichts. Ah doch, die Lampe geht hier noch. Kommen wir jetzt hier durch? Verdammt! Was haben wir denn jetzt damit? Dann müssen wir wahrscheinlich doch nochmal zurück. Was haben wir denn jetzt mit dem Hebel ausgerichtet? Irgendwas müssen wir ja gemacht haben. Nee, das ist auch Strom. High Voltage. Danger.
Ja, das ist mir auch so dezent aufgefallen. Okay, wir haben irgendeinen Hebel betätigt. Okay, wir müssen nochmal zurück. Warum auch nicht? So. Schwuppdiwupp. Irgendwas muss das ja gebracht haben. Also hoffe ich mal. Ich glaube, die Spur war schon vorhin hier. Ah, der Typ ist weg. Na super. Was ein kranker Kerl. Warum war der Hebel nicht umgelegt? Hä? Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Ja. Ja, jetzt! Der Hebel wurde nicht richtig umgelegt, aber warum? Geht er weg? Ich weiß es nicht. Nein, der kommt! Tschüss. Huh. Ja, ist doch, ja, toll gelaufen. Oder so. Hi. Ups, ich sehe nichts. Kommt hier jetzt nicht rein, oder? Ich glaube nicht. So ruhig auf einmal. Warum wurde denn der Hebel nicht umgelegt? Was ist denn das? Kommt mir hier ein bisschen. Komisch. Ich will jetzt nicht Buggy sagen. Ich meine, sonst läuft das ja gut, aber das war jetzt irgendwie merkwürdig. Geistererscheinungen. So. Ups. Ich hoffe mal hier, wir müssen hier nicht wieder zurück. Ich mache einfach mal die Tür zu. Habe ich mir so angewöhnt. Aus Amnesia. Nehme ich mal an, weil in Amnesia war das echt Standard, dass man die Türen immer hinter sich schließt. Immer. Aber da war das ja nochmal ein bisschen krasser, weil es auch so eher random war, wie das Vieh auftaucht. Das wäre weit gekommen. Glaube ich. Ja doch, wir müssen aber, glaube ich, echt da nach hinten. Ups. Ich hoffe, ich darf hier mal durchschwimmen. Okay. Nicht cool. Alter. Das war jetzt aber offensichtlich. Nicht cool. Wir sind ja nicht in Amnesia. Da gab es nämlich auch solche Viecher. Ups. Achso, hier ist offen. Ach so. Ah. Ich glaube, der ist ja gerade runtergefallen, der Kollege. Wie ich die Hälfte immer verpasse. Ich kriege ja die Hälfte der Scares nicht mal mit und erschricke trotzdem. Also irgendwie ist der Kopf von dem Fall. Nee. Ah nee, okay. Ich dachte, der Kopf von dem wäre irgendwie so einmal um 180 Grad gedreht worden. Aber er ist auch so tot. Also von daher ist das ja toll. Okay. Voila. Sechs Batterien haben wir, erstaunlich gut. Also, ich würde mal behaupten, das wäre schon mal nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt hier noch geht. Also, wir sind ja schon wieder gut dabei, ne? Wie lange ging die Hauptstory? Die ging ja eigentlich. 6 Stunden, kann das sein? Ich habe das jetzt nur so ganz grob im Kopf überschlagen. Moment. 3, 6. Nee, nicht mal. Weniger. Weniger als 6 Stunden. Ich überschlage das immer so ganz grob im Kopf, wie lange die Folgen ungefähr gehen. Und dann kann ich das ja abwägen, wie lange das Projekt ging. Irgendwie so. Ja, obwohl, 6 Stunden. Nee, war mehr als 6 Stunden. Nee, Quatsch. Jetzt habe ich wieder falsch gerechnet.
Ach, vergiss es. Weil die Folgen ja immer ungefähr 15 bis 20 Minuten sind, ist immer ein bisschen schlecht so zu rechnen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Finde ich aber schön. Muss ich, also so als kleines Zwischenstatement, gefällt mir. Ich bin auf jeden Fall wieder voll drin. Hui. Definitiv wieder voll im Geschehen. So. Okay. Ja gut. Kann sein, dass ich jetzt hier mal wieder eine Batterie übersehen habe, aber... Wenn ich sie halt übersehen habe, dann ist es eben so. Oh. Hier wird mir schon ganz eisig. Wow, der Berg sieht ja cool aus. Guck mal, ein Berg. Boah, das sieht ja auch schon irgendwie cool aus hier, so das Grundstück, sage ich mal. Die Psychoanstalt hier. Ja klar, wie, hä? Moment, schaffe ich das? Das war gut. Jumping Pro. Großartig, wann war der letzte Speicherpunkt? Scheiße. Achso, okay, hier oben. Sehr gut. Das war schon geil, ne? Muss man mir lassen. Hä, wie mache ich denn das jetzt am besten? Es sieht doch so aus, als sollte ich da hinspringen. Ich glaube, das ist nicht mal richtig gesprungen, kann das sein? Wenn ich jetzt wieder runterfalle, dann entschuldige ich mich. Ja, jetzt renn doch. Moment, so rennt er. Muss immer ein bisschen Anlauf kriegen, habe ich das Gefühl.